Schön, dass ihr hier seid. Ich zeige euch heute diesen schönen Holmer. Und zwar ist das der T4-30. Ja, im Spiel ist ja standardmäßig der T440 drin. Das ist ja der hier, der große, hinten zwei Achsen, vorne eine. Und hier ist der 30er. Das ist eigentlich der selber, nur ein bisschen, a little bit kleiner. Hinten fehlt eine Achse, ne? Und von der Länge her sieht man natürlich auch den Unterschied. Was der Modder vergessen hat, hier oben zu ändern. T440 steht da noch drauf, das sollte T430 drauf, weil eben, aber wie gesagt, er hat ja gesagt, dass es wird noch weitergebaut, es ist mal der erste Schritt. Ja, der standardmäßig hat ja nichts wirklich an Bord, da sieht man ja ein bisschen was, ja, Standard halt, ne? Alles Standard. Da sieht man auch schon oben, dass da ein bisschen kleiner alles zusammen ist, da fehlt hinten die ganze Ladeluke und das alles. Und der ist halt ziemlich groß, das hat eher für größere Felder gedacht. Und der modifizierte T430 vom Modder hat da oben schon mal Displays. Na, das ist ja schon mal cool. Man sieht alles auf dem Blick, was so vorne fährt, die Hilfe weg hat. Dann hat man so alles auf dem Blick, so zack, zack, bam, rechts, links, alles, Geschwindigkeit, RPM, wie viel Fuel man braucht und wie viel man schon abgearbeitet hat, die Zeit und die Hektar. Also voll cool irgendwie. Finde ich schon mal geil. So. Dann, was haben wir noch? Da oben eine Uhrzeit, oder? Hat sich die gerade bewegt? Ja, klar. 8.07 Uhr ist drin, oben Mitte. So. Und sonst haben wir eigentlich die gleiche Ausstattung wie der normale. Da gibt es eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Irgendwie geht die, kann man da wahrscheinlich die IC-Steuerung anmachen, aber keine Ahnung jetzt wie. Ich finde das halt immer schade, dass die Beschreibungen relativ knapp gehalten werden. Aber okay, steht auch nichts mehr Hilfe, also... Weil mir gerade da einfällt, da oben unten ist eine grüne Hand, deswegen. Okay, egal. Muss ja nicht alles. Wichtig ist, dass er funktioniert und dass er soweit cool aussieht. Und das macht er auf alle Fälle. Es ist auch ganz gut ihm gelungen, den kleiner zu machen und so. Läuft hier hinten auch alles schön. Ah, hier hinten hat angepasst. T430, nur eben auf der Seite hier nicht. T440. Weil er eben die Textur übernimmt. So, das läuft soweit. Das Fahrverhalten funktioniert auch. So, die Allradlenkung ist ein. Wenn wir die jetzt versuchen, mal ausschalten. So, Steuerung Z. Mit. Gut, ist aus. Okay, jetzt. Steuerung Z. So, blapp. Cool, also, es funktioniert. Man sieht, er stellt sich schön schräg. Läuft. Untergang, dann Steuerung Z, Allradlenkung. Okay, passt, wieder gerade, gut. Der hat ja diesen Untergang ja auch, dass er schön seitwärts fahren kann, damit er eben nicht auf den Dings fährt. Also soweit funktioniert alles. Wir schauen uns das Ganze mal in den Shop an. Rüben, oder? Und hier ist er. Unser guter Tipp, das ist der Standard, das ist der. Es ist alles gleich geblieben, also vom Preis her alles dasselbe. Es ist wirklich nur, er ist halt der 30er und nicht der 40er. Finde ich echt persönlich sau cool. Gefällt mir für gerade für kleine Felder. Aber der Preis sollte meines Erachtens noch ein bisschen angepasst werden, damit man ein bisschen einen Anreiz hat, den kleineren zu kaufen. Weil auch bei großen Feldern könnte man mit bei kleinen Feldern könnte man mit dem großen arbeiten. Aber das wäre noch ein bisschen Anreiz, dass man sagt, okay, kaufen wir erstmal das kleinere Modell. Aber das kann ja irgendwann gemacht werden. Das ist dann nicht so schlimm. Jetzt die Frage aller Fragen. Die Lok. Die Lok ist fehlerfrei. Da haben nur ein Big Bag, keine Ahnung, das ist von LS Standard Scheiße, irgendein Fehler, keine Ahnung. Dass er Error Invalid Filtyp hat. Aber sonst gibt es da kein Problem von dem Mod her. Also der Mod ist komplett fehlerfrei, funktioniert. Wie gesagt, da oben noch das T440 angepasst und dann läuft die Schoße. Mehr braucht man natürlich nicht zu sagen. Also viel Spaß, schaut meine anderen Vorstellungen an und macht's gut. Tschüss.